Horntechnisch bin ich einfach gearscht. Können sich nicht gegenseitig einfach töten? Jetzt hat er da oben die große Armee reingezogen. Dazwischen hängt jetzt eine Armee. Bestialische Tendenz, die kann mir jetzt eigentlich schon helfen. Ich kann zwar nicht mehr so weit laufen, aber dafür, dass meine Truppe, die jetzt da rechts ist, bedeutend stärker. Und du bist doch bestimmt genau. Du bist jetzt diese dämliche Armee. Sigma verbietet das. Mit den dämlichen Belagerungseinheiten. Geil. Was soll das denn? Ich darf nicht an den ran. Der steht neben mir. Ich kann ja aber nicht angreifen. Irgendwas ist da im Weg. Ich glaube, das ist einer der traurigsten Momente aller Zeiten. Momente aller Zeiten, die ich in Totoboy erleben muss. Oder das hier. Warum darf ich denn nicht darüber und angreifen? Warum habe ich jetzt so einen komischen Weg hier außen rum? I refuse. Cosmic Oblai. Absolutely not likely. Hauptsache, alle Menschenarmeen verfolgen mich zum gleichen Zeitpunkt. No. Not likely. I'll ignore that. Nuigolev. Nuigolev. Shoba. Absolutely not. Ich komme kein Stück vorwärts. So, pseudomäßig bist du eine volle Armee, die jetzt auch genug Stärke hat, um dich in irgendeiner Form zu verteidigen. Während die Idioten jetzt mit 5 Armeen bei mir vorne stehen und sogar alle Armeen unterstützend angreifen können. Und ohne Scheiß, die unterstützen über den Fluss hinweg. Und da kriege ich schon wieder die Krise, weil der zieht links an den Fluss Armeen, die dann im Support sind zu der Scheißarmee hier, die wieder stärker ist als unsere Truppen, obwohl ich ja jetzt gar nicht so beschissen aufgestellt bin. Und geht mir einfach nur auf den Piss. Wo ist eigentlich mein Vorteil als Beastman auf dieser Karte? Nirgendwo. Kann ich euch sagen, es ist einfach nirgendwo. Diese verdammte Kacke verarscht einen von vorn bis hinten. Und das wird immer eine Problematik sein bei der Kacke. Das gibt's nicht. Das ist Sackgasse. Ohne Scheiß, das ist Sackgasse einfach. Es ist vom Spielerischen einfach Sackgasse. Und das regt mich auf. Es ist nicht Schach oder sonst irgendwas nicht. Es ist nicht Fehlentscheidungen irgendwas und dadurch kommt man in diese Misere. Es ist einfach nur Verarsche. Dann versuche ich mal nach links rüber zu flüchten, soweit es geht.
Jetzt wird er mich wahrscheinlich sofort mit allen 4 Einheiten angreifen. Sieht auf jeden Fall schon ein bisschen in die Richtung aus. Aber anscheinend lässt er mich doch noch ein bisschen passieren. So komme ich nämlich doch noch weg. Es ist kaum zu glauben. Aber anscheinend ist das Ende doch noch nicht erreicht. So, für die Besten muss ich das in blutiges Versteck umwandeln. Und du kannst dich gerade eh nicht aufstellen. Die werden jetzt auf jeden Fall ihn angreifen. Oder wenigstens blocken oder sonst irgendwas machen. Da kann ich wenigstens noch eben fliehen. Und lauf hoffentlich aus dem Bereich raus. Natürlich nicht! Was ist das denn für ein Flucht? Ohne Scheiß! Da rennt doch jeder Krüppel ohne Beine noch weiter als das Stückchen. Und das soll die Flucht sein, während die KI über Flüsse überschifft, wenn die flüchtet, einen halben Kilometer durch den Wald rennt, ohne irgendwelche Zeiteinheiten noch haben zu müssen. Ach, das Spiel will mich doch einfach nur hoaxen. Das ist doch einfach nur der letzte Beschiss, Absolut, da schmeiße ich hier sogar meine Visitenkarten quer durch den Raum. Und es scheiße, ich stehe am Rand von da, wo er konnte. So, wenn ich jetzt noch natürlich nicht diese, nicht Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte plus 50, beziehungsweise reduziert hätte, dann würde es gerade besser aussehen. Und ich kann jetzt nicht 6 Runden zurückgehen, dann kotze ich nämlich noch mehr. So, versuche ich mal mit dem noch schneller zu sein. I refuse. Kozlak. Your hurts. Absolutely not. Absolutely not. Not likely. I refuse. Graf Karut. Gol Karu. Ich muss auch nicht nochmal speichern, weil wenn der wieder eine Flucht macht von 5 cm auf dem Feld, brauche ich mich damit auch nicht mehr auseinandersetzen. Ey, ohne Scheiß. Es kann doch nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Jetzt muss ich echt die ganzen Runden zurückgehen und muss diese scheiß Armeen vernünftiger absetzen. Not likely. Jetzt reicht's mir, es wird nicht mehr geflüchtet. So, das wäre Chaosbrut. Bestigo-Herde, lass das erstmal gut sein. Das war ja, glaube ich, die Stelle, wo ich hier unten meine Leute retten musste. Ein Traum wird wahr. So. Ran an den Fluss. Nein, ich will da eine 2 dran haben. Junge. Krasser Scheiß. Damit überschreite ich die Anzahl an Buchstaben, die da drin sein dürfen.
So, ich hoffe, dir das reicht jetzt, um zu fliehen. Ja, super. Der hier oben steht jetzt auch erstmal alleine. Beziehungsweise irgendwie ist die angreifende Armee jetzt verschwunden, die mich gerade noch verfolgt hat. Plötzlich fanden die das wohl doch nicht mehr so gut, gegen mich kämpfen zu wollen. Das ist echt alles sehr ernüchternd. Und der hat jetzt Erfolg gehabt. So, ich versuche jetzt erstmal die Armeen aneinander zu schieben. Um da endlich wieder eine starke Einheit zu bilden. Und halt nicht der Blödsinn hier von diesen einzelnen Armeen, die eh keine Chance haben gegen die vielen menschlichen Truppen. Oh, der ist schon so gelaufen, dass der mich erwischt. Egal, von da sollten die noch fliehen können. Und da kommen die anderen Hochlandarmeen. Stammesfeier. Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte minus 25%. Verschlussverstärkung plus 25%. Top. So. Endlich habt ihr euch gefunden. Und genau so können wir nämlich die Menschen schön platt machen. So, dann hauen die nämlich schon ab. Und wenn wir jetzt Delberts angreifen, mit unseren drei Armeen, dann wird es auch endlich mal ein ordentlicher Kampf. Vor allem super, wie meine Chaos-Korruption, die eigentlich nicht juckt. Die stehen da und fragen sich die ganze Zeit wahrscheinlich, irgendwie kribbelt es an den Füßen. Aber das belastet ja eh nur ein oder zwei Tote. Beziehungsweise, naja. Ne, sorry, dann nehme ich lieber Verstärkung. So, ihr seid die angreifende Truppe. Und der steht neben denen übrigens, kann aber nicht mit angreifen, wo ich mir einfach frage, ach so, weil er noch in diesem unterirdischen Schieß-mich-tot-Modus ist. Ist aber gerade nicht so schlimm. Wir müssen eh noch auf die Unterstützungshorde warten. Da ist sie. Und selbst jetzt ist das ja effektiv gerade mal eine 50-50-Chance, dass wir da reinkommen. Liegt wahrscheinlich an den vielen Helden von denen. Piss off. Machen wir jetzt. Dann sind direkt die ganzen Middenheim-Helden auch weg und dann machen wir die echt platt.
Sklaven war Chaos. So, das sind die stärkeren Einheiten, die endlich auch mal was können. Die Bestigor-Herde. So, viele Ungor-Plünderer. Die muss ich auch noch auslagern. Streitwagen mit Wurfäxten. Dann haben wir hier Chaosbrut. Zusammen mit anderem Krimskrams. Die Streitwagen. Tja, und jetzt haben wir noch die ganzen Reste. Und jetzt endet, jetzt endet die Tastatur. Elfte Truppe gibt's nicht mehr. So, ihr könnt direkt da Leitern hochsetzen. Das sind die anderen relativ starken Einheiten. Dann haben wir unsere Bogenschützen. Die können wir hier relativ weit vorn hinsetzen. Oh nein. Die haben da so ein Netz drauf gesetzt. Ich glaube, da ist sowas wie die Monsterschlacht. Also nicht nur, weil ich aus vielen Monstern bestehe, sondern einfach, weil hier echt eine ganze Menge rumsteht. So, immerhin die Bestien können wir schön ein paar Menschen auseinandernehmen. Sollen sie doch fliehen, wenn sie Spaß daran haben. Seid ihr Ex-Flüchtlinge da hinten, oder? Komm, drückt, drückt, drückt. Ich will ja durch das dämliche Tor durch. Ich glaube, das größte Problem sind eigentlich die Belagerungsmaschinen zurzeit.
Alles andere ist eigentlich relativ entspannt. Komm hoch da. So, sehr schön. Der feindliche Kommandant ist tot. So, könnt ihr mal bitte versuchen, vor allem alles Kleinvieh, sagen wir mal versuchen, die Musketenschützen zu erreichen. Super. Vor allem super Ort für die Verstärkung. Und auch super vom Spiel, dass die meinen, der Einzige, der bei uns ein bisschen was zaubern kann, als Letztes aufs Feld jagen. Ab die Post, hoch da. Ich habe mich gerade echt ganz schlecht konzentrieren auf die Schlacht. Also nicht. Ja. Doch, genauso wie ich sage. Na komm. Die verlieren am Boden. So, da sind noch Bian-Kämpfer. Hier einfach weiter, 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 weil die Ritter fliehen jetzt hier oben. Hey, tritt meinen Chaoshund nicht. Und ihr weiter rein, da rein, da rein, da rein, da rein, da. Ich will ja kein Rumgehampel haben ganz vorne. Wir müssen nur ins Center rein und das halten. Das kriegen wir ja wohl hin. Wunderschön. Und endlich hat der ganze Beschuss mal aufgehört auch. So, auf den Mauern haben wir auch gesiegt insgesamt. Da fliehen die Truppen jetzt nach und nach. Na komm, haut die Feuerwehrkörper kaputt. Und ja, ich habe meine unterstützenden Armeen von der Seite nicht geholt. Mir hat's auch gereicht erstmal. Jetzt haben wir in der Haupttruppe schon mal ein bisschen Platz gemacht für bessere Einheiten.
So, ich hab's eingerissen. In der Hoffnung, dass ich, ja, bessere Einheiten ausbauen kann. Ja, nicht gleich bessere Einheiten ausbauen kann, aber Hordewachstum ist gerade wichtig. So, damit könnten wir Schamanen rekrutieren. Brauchen wir ja theoretisch immer noch. Oder bessere Einheiten. Die Gore-Herde. Und halt für Ungor reduzieren. Machen wir das erstmal. Mehr Chaos-Korruption. So, wie ich das jetzt richtig gesehen habe, haben wir jetzt sogar noch eine weitere Horde. Oder? Die Großherde hat sich aufgelöst? Ach, wegen der Anzahl von Einheiten. Hm, ich erinnere mich, da war ja was. Ist aber nicht schlimm. Wird es mit dem nächsten Angriff wieder verbessern. So, du gehst mal rüber. Überlegen, was mein nächstes Ziel sein sollte. Mildenheim ist definitiv das Geschwächt. Wir haben alle ihre Helden ausgelöscht, die in der einen Armee waren. Jetzt ziehen sie sich mit ihrer Armee da unten zurück. Wieder generieren. Und ich trenne die beiden Truppen nie wieder. Die werden bis in den verdammten Tod nur noch zusammenstehen. Da muss schon was ganz Schreckliches passieren, da ich die nochmal auseinanderziehe. Das war ein kritischer Fehlschlag, schon der erste. Dann nehmen wir den Hordenwachstum. Ich versuche jetzt einfach, wirklich meine Horde auszubauen. Weil ich finde, da sind wir einfach ein bisschen zurückgefallen. Und letztendlich soll es irgendwann funktionieren. So, Trefferpunkte erhöhen. Bringt ein bisschen mehr. Als wenn wir jetzt irgendwie mehr Panzerung oder sonst irgendwas haben. Gehen wir jetzt nach Schoppendorf runter. Weil da ist keine andere Armee drin. Die haben sie nach Untergard gesetzt. Und so kann ich relativ unbehelligt hier unten die beiden Städte auseinandernehmen. Und mich danach hier oben noch um die letzten beiden von den Middenheimern kümmern. Boah, hört doch auf, meine Einheit anzugreifen. Ich will euch nichts Böses, ich will euch nur töten. In drei Runden hätten wir wieder einen Vollmond. Finde ich auch ein bisschen schade, dass man den eigentlich nicht... Schutzbündnis, deren Forderung, ich zahle was. Das könnte ja knicken. Guck mal, da oben kriegen wir einen Besuch jetzt von zwei anderen Armeen. So, dann kriegen wir noch mehr Nahkampfangriff für die Ungor und Gor. Plus 10% Geschwindigkeit für alle Einheiten. Das betrifft die nicht die Kampagnenkarte, sondern das Schlachtfeld.
Führerschaft plus 10 für Kommandanten und hinzugefügte Helden. Das ist mehr Einheitenerfahrung. Feindliche Belagerungszeit reduzieren. Kosten der Heldenaktion reduzieren. Einheitenerfahrung. Gehen wir den Weg jetzt mal. Obwohl noch schnellere Einheiten. Müssen wir ganz kurz schauen, ob das immer... Ja, es ist immer basiert auf Korruption und Forschungsrate hochpumpen. By Sigma, no. So, bleibt da auch im Kreisen. Wir holen mal eben noch die andere Truppe. Dass die bei der Schlacht mit dabei ist und Erfahrung sammelt. So, drei Provinzen haben wir eingerissen. Damit haben wir die Aufgabe erfolgreich erfüllt. Wie es scheint, hat Wütrich angebissen. Khazraq entsendet einen Goa auf die Bestienpfade, um nach Middenheim Ausschau zu halten. Nach dem Middenheimer. Jetzt müsste ich den Helden zum nördlichen Draken, zum nördlichen Drakenwald schicken. So, sollten wir den reduzieren? Sollten wir Einheiten verstärken? Weil dadurch kann man auch nochmal viel machen. Also wenn man bedenkt, hier plus 5 für alle Einheiten Rüstung oder hier plus 10 für alle Einheiten pro Rüstung, das ist natürlich schon ganz schön ein Boost für so einen Ugor. Oder auch wie sie jetzt sich schimpfen würden. Ach komm, erstmal das Hauptgebäude weiter ausbauen. So. Aber an der Stelle, nach sehr viel Aufregen heute bei der Aufnahme, erstmal ein kleiner Break, weil ich muss jetzt erstmal meine Beiträge an den Topfen nehmen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Total War Warhammer Beastmaster. Mit den Tiermenschen geht es definitiv weiter. Ach, sehr schön. Und wir kriegen zwei Horden dazu. Jetzt läuft's doch wieder.